Guten Morgen. Kind im Kindergarten und der Mann isst Marmeladenbrot. Auch wenn das nicht unbedingt sein Lieblingsfrühstück ist. Marmeladenbrot. Oh. Er sagt, er will Salami. Aber die kann er nicht kauen. Er kann ja schon froh sein, dass er Toast kauen kann. Könnte ja auch sein, dass er nur Brei essen könnte. Also sei froh. Toast. Toast ist toll. Das Doofe ist hinten, da wo der Zahn jetzt fehlt, das tut ja gar nicht mehr weh. Es ist die Lippe, die weh tut. Größtenteils. Du meine Güte. Der hat da irgendwie drauf gesessen oder so. Nee, er hat bestimmt eingeklemmt. Das schafft er öfter. Schrecklich. Aber unser Zahnarzt ist ein guter Zahnarzt. Da möchten wir nicht. Aber er klemmt gern Lippen ein. Das ist. Ja, wirklich. Hat er bei mir auch öfter gemacht. Aber das ist, naja, es ist halt. Dafür ist jetzt der letzte schlimme Zahn raus. Obwohl, schlimm war er ja nicht. Aber raus musste er trotzdem. Eigentlich habe ich die Kamera angemacht, weil wir eine ganz andere Diskussion hatten. Genau, und zwar, weil ich gerade meisterliche Reiterstiefel der Ork-Abwehr gefunden habe. Super. Nein, das war nicht der Grund. Ach so. Nein, wir hatten darüber diskutiert, wie langweilig es heute schon wieder ist. Aber es ist nicht mal Sonntag. Beziehungsweise, ich würde gern etwas tun. Und zwar irgendwie Kram loswerden. Das ist ja so mein... Kommt ja bei uns öfter vor. Also aufräumen und Zeug loswerden und... Und da hatte ich ihm gerade erzählt, dass ich das eben gern machen würde. Und was sagt er dazu? Ja, dann wirf's doch weg. Ich so, ich kann es ja nicht wegwerfen. Ne? Also das ist ja mein großes Problem. Ich kann ja Dinge nicht wegwerfen. Ich kann sie zwar loswerden, wenn ich sie verschenke oder spende oder sonstigem. Genau, und dann ist es unzufrieden, dass es nicht alles auf mal weg ist, sondern nur nach und nach wegkommt. Ja, ich hätte gern mal so einen Rundumschlag. So alles auf einmal. So alles rausräumen, alles weg. Nur dann muss man ja wegschmeißen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht wegschmeißen. Ich weiß auch nicht so genau, was ich möchte. Ich möchte ja alles einmal rausräumen, die Dinge an die Personen verschenken, verkaufen, die es haben wollen. Und das soll alles auf einmal weg sein, sodass es richtig, ja, dass man richtig was sieht, dass man das sofort, dass es sofort ins Auge fällt, da ist was verschwunden. Immer so dieses, ich tue mal das eine Ding weg und ich bringe das zur Altkleidersammlung und dann mal das. Das ist mir nicht auffällig genug. Das ist so, ich meine, es kommen ja Dinge weg, aber sie sind nicht, verstehst du mich, mein Mann? Mhm. Versteht ihr mich? Mhm. Bestimmt, das möchte nämlich jeder gerne. Tatsächlich? Ja. Und wenn das so einfach gehen würde, dann hätten die Leute gar nicht so viel Quatsch, weil es ja jeder einfach machen würde. Man stellt es einfach irgendwo rein ins Internet und dann kommen alle binnen zwei Tage und kaufen die, nehmen die das Sachen aus der Hand. Ja, das wäre schön, wenn die wirklich innerhalb von... Also ne, ich habe ja schon öfter eBay Kleinanzeigen oder eBay, das habe ich ja schon ganz oft gemacht und das funktioniert ja auch. Ist ja nicht so, dass es nicht geht. Aber man stellt... das Telefon. Man stellt irgendwie 30 Sachen ein. Wer ist das? Hier, mein Mann, für dich. Man stellt irgendwie 30 Sachen ein, verkauft 10 davon und 10 Teile muss man dann wieder... man stellt 30 Sachen ein, verkauft 10 davon und die anderen 20 Teile, die muss man dann immer wieder einstellen und immer wieder. Und obwohl ich ja sagen muss, es ist auch schon oft vorgekommen, dass ich was eingestellt habe bei eBay und, oder bei den Kleinanzeigen und gerade das, wovon ich dachte, das verkaufe ich nie. Das war als erstes weg. Aber ja, ich hatte auch schon mal großes Glück. Wir haben einen Trockner verkauft. Und der, erstmal war verschwierig, da hat sich einer drauf gemeldet, der wollte ihn unbedingt haben. Hat noch dran rumgefeilscht von 100 Euro auf 85 und was weiß ich nicht alles. Hat dann einen Termin gemacht, wo er das abholen wollte. Der kam aber nie. Was hat mein Mann? Achso. So, da bin ich wieder. Und zwar, es ging ja gerade um den Trockner. Genau, wir hatten einen Termin gemacht und dann kam der einfach nicht. Dann habe ich hinter dem hinterher telefoniert. Der hat mit mir dann, ja, er wollte ihn unbedingt und es täte ihm ja so leid, er müsste arbeiten. Und was weiß ich nicht alles. Und dann hat man noch einen Termin gemacht und noch einen Termin. Und dann, ich habe hinter dem her telefoniert und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was? Der kam aus Hannover, das war also gar nicht mal so weit weg. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn er den nicht haben will, dann soll er noch nicht kriegen. Dann habe ich ihn nochmal eingestellt, diesmal für 150 Euro. Und was ist? Weggegangen und ich glaube, am gleichen Tag hat den noch jemand geholt. Ja, ich würde sagen, da hat jemand Pech gehabt mit seinen 85 Euro, ne? Denn ich habe dafür 150 gekriegt.
Auch wenn ich mich dafür 6 Wochen lang vorher ärgern musste, weil der andere Typ den die Dings nicht abgeholt hat. Naja, so kann es gehen. Aber wie gesagt, es funktioniert. Aber es ist immer so lange. Es dauert immer so lange. Man stellt es ein und dann... Ja, könnt ihr mein Dilemma nachvollziehen? Wenn ihr das könnt, schreibt es in die Kommentare. Oder sagt mir, was ich tun sollte damit. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, auf die ich noch nicht gekommen bin und die irgendwie völlig... Was piept hier? Also, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Mein Mann ist böse. Mein Mann will runtergehen und eine rauchen. Sag ihm doch mal jetzt jemand, dass er nicht rauchen darf. Du darfst es nicht damit rauchen. Deine Zahnwunde ist ganz offen. Du darfst damit nicht rauchen. Die ist nicht offen. Die ist sie offen. Die wurde nicht zugenäht. Zu. Du darfst nicht rauchen. Ich habe sehr schnelle Heilungsdings da. Nein, er ist bloß süchtig und will rauchen. Damit darf man nicht rauchen. Patrick geht auch damit mit sowas rauchen. Ja, du aber nicht. Doch. Mein Mann. Was denn? Du sollst nicht damit rauchen gehen. Ach, ich muss auch mal ein ganz normaler Mensch sein und auch mal mit einer Wunde rauchen gehen dürfen. Kann ich essen, ja? Natürlich kann ich essen. Verzehrt sich nach Salami. Aber rauchen gehen, das kann er. Ja, siehste. Obwohl man gesagt hat, dass es tatsächlich so ist, in Krankenhäusern wurde das sogar, wie heißt es? Egal, Raucher werden schneller gesund manchmal als Nichtraucher. Siehste, weil die an die frische Luft kommen. Ja, nee, nicht weil die an die frische Luft kommen, sondern weil sie ja aufstehen müssen, um zu rauchen und rausgehen müssen. Und dann ist es tatsächlich manchmal so, dass es denen schneller besser geht, weil die ihre Sucht draußen befriedigen müssen. Ja. Das heißt aber nicht, dass du jetzt rauchen darfst. Und dann sagt er auch noch, ja nee, ich rauche vielleicht auch nur eine halbe. Ja, so gut scheint es ihm noch nicht zu gehen. Mein Mann. Was denn? Ich hab nicht geraucht. Doch, ich gehe jetzt einmal vor die Tür. Mm. Der Müll ist auch voll, den bringt auch keiner raus. Dann könntest du aber bitte auch den Staubsauger entleeren, ja? Oh, Jenny, ich bin schwarz. Ich kann den Staubsauger nicht entleeren. Du weißt, wo gleich dein ganzer Tabak landet, ne? Kann ich das hier so rausziehen, oder? Du hast das schon mal gemacht, oder? Ja, ist aber lange her. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich wieder nach 6 Stunden ausmachen? Der hilft nie weniger als 6 Stunden. Ich mach aus. Er kann quaken und quaken. Dabei wollte ich gerade was sagen. Jetzt fahren wir nämlich los, weil mein Mann muss noch Geld einzahlen. Und dummerweise müssen wir dafür... Oh, jetzt leider wieder. Dummerweise müssen wir... dafür immer bis nach Minden fahren. Ja, doof, ne? Ja, weil er seine Bank noch in Minden hat. Der hat das nie nach, wie heißt es? Bückeburg oder sonst wo. Ja, das wollten die ja auch übersiedelt. Nicht, weil das, da hätten sie ja was für tun müssen. Es muss ja umgeschrieben werden und sowas. Und weil ich dann ja noch da was Soll hatte, ne, da hätten die das umschreiben müssen. Und das ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr. Ja, ist nicht mehr, aber jetzt haben sie Pech gehabt. Jetzt will ich auch nicht mehr zu denen. Wir können nämlich stolz behaupten, dass wir überhaupt keine Miesen haben. Nee. Gar keine. Nee. Keine Dispos, keine Kredite, ja doch fürs Auto, aber sonst nichts. Beim Mediamarkt haben wir doch noch den Kühlschrank ab, ne? Ja gut, der Kühlschrank. Aber 0%. Ja, ich wollte gerade sagen, 0% Zinsen. Also von daher Kühlschrank und Auto, aber das kann man ja wohl verschmerzen. Aber ansonsten gibt es bei uns keine Miesen. Und das ist gut. Sehr gut. Und jetzt fahren wir, wie gesagt, Geld einzahlen. So, Geld eingezahlt. Wir sind wieder da. Haben noch ein bisschen Waschmittel eingekauft. Ja, und das war's eigentlich schon. Pommes hat mein Mann gegessen. Er wollte unbedingt probieren, ob er Pommes essen kann. Am liebsten hätte er noch eine Bratwurst gegessen, aber so weit geht die Schnute dann nun noch nicht auf. Das geht nicht. Aber ich habe ein leckeres neues Häagen-Dazs-Eis gesehen. Pfefferminz-Eiscreme mit Schokostückchen und Pfefferminzblättern. Ich bin gespannt, aber wir mussten uns schnell beeilen, mit nach Hause fahren, weil der Laden ist ja 10 Minuten entfernt. Und damit das Eis nicht völlig schmilzt, ja, muss es jetzt erstmal eine halbe Stunde im Gefrierfach bleiben, du meine Güte. Ja, und dann werde ich es probieren. Bin schon sehr gespannt. Und wo ist mein Mann? Mein Mann, ach, da bist du. Was denn? Nix. Du warst bloß weg.
Ja. Manchmal gibt es Zeiten, in denen wir auch getrennt sind. Jetzt habe ich gerade die Genie abgeholt von ihrer Freundin. Dann durfte ich gleich wieder losfahren, weil wir den Rucksack von ihr da vergessen haben. Und jetzt schicken die mich schon wieder los, sie wollen Toast. Hätten die das nicht vorher sagen können? Dass ich das auf einem Weg machen kann? Nein, ich komme wieder an, das Kind schreit als erstes, Mama, ich habe Hunger. Und dann frage ich mich, warum kann sie das nicht ihrem Papa sagen? Und beziehungsweise ich habe gesagt, warum sagst du das nicht Papa? Oder warum hast du das nicht eben gesagt? Und dann sagte das Kind, ja, du warst ja nicht da. Und sie will nicht nur Toast, nein, es wird dann auch gleich noch nach Chips verlangt. Und auch nicht nur irgendwelche, es müssen Barbecue-Chips sein. Hat der Papa das Kind gut erzogen? Der isst nämlich auch nur Barbecue-Chips. Jetzt muss die Genie auch immer Barbecue-Chips haben. Also muss ich jetzt in den Laden fahren.